Schönen guten Tag. Wir wollen heute etwas über Zahlensysteme sprechen. Gell? Also Zahlensysteme, gell, die brauchen wir im Computer, die brauchen wir im Leben, die brauchen wir in der Mathematik. Gell? Und ja, da gibt es eine lange Geschichte dazu. Gell? Die wollen wir ja nicht alles aufarbeiten. Gell? Auf jeden Fall, gell, brauchen wir eben die Zahlensysteme und das Verständnis dafür, um zu sehen, wie unsere Hardware mit Zahlen umgehen kann und wie damit gerechnet wird und wie wir dem dazwischen auch die Umwandlungen machen können. Und naja, da gibt es verschiedene Zahlensysteme, gell, bei uns geläufig ist das Dezimale, weil das ist ein Stellenwertsystem. Und es gibt ein anderes, das man manchmal findet, das ist das schöne römische Zahlensystem. Gell? Also das römische Zahlensystem, das ist sehr interessant. Gell? Also da gibt es nicht nur die Darstellung der 10er und 100er und so, da gibt es auch dazwischen die Darstellung der 5er, gell? So auf halbweg. Und ja, das Ganze ist so additiv oder subtraktiv, gell? Aber man hat kein Stellenwertsystem. Gell? Jetzt ist das Ganze zwar ganz nett, so wenn man eine Jahrzahl oben hat, kann man ein bisschen knobeln, schauen, was diese Jahrzahl bedeutet, gell? Aber wen wundert es, also das Römische Reich ist untergegangen, gell? Also wer kein Zahlensystem hat, mit dem man gescheit rechnen kann, gell? Der wird früher oder später untergehen. Gell? Ja, so ist es gewesen. Gell? Okay. Ja, wir haben heute, gell, ja, seit vielen Jahrhunderten eigentlich das ein Stellenwertsystem. Gell? Ein Stellenwertsystem, bei dem jede Stelle der Zahl eine Ziffer hat und die Ziffer hat eine Wertigkeit. Gell? Also man hat eine Basis, gell, des Stellenwertsystems. Gell, die ist ein Parameter des Stellenwertsystems, in dem man sich bewegt. Üblich ist bei uns die Basis 10. Gell? Also da hat man eben dann die 1er, die 10er, die 100er, gell? Also immer eine 10er Potenz mehr Wertigkeit. Gell? Und das ist die Basis, egal ob das jetzt das 10er Dezimalsystem ist, gell? Zur Basis 10 oder ein anderes Stellenwertsystem. Gell? Und eben durch die Basis und die Stelle ergibt sich die Wertigkeit einer Stelle. Gell? Und ja, wenn wir das mal so ausprobieren wollen, gell? Wenn wir da schauen, wenn wir ja, 123 haben, Dezimalen, gell? Dann haben wir was? Dann ist ganz rechts die 3. Und die 3, die setzt sich zusammen aus 3 mal die Wertigkeit dieser Stelle. Und die Wertigkeit ist 2 hoch 0. Gell? Also die Basis hoch 0 ist immer ganz rechts die Stelle. Und die 2, also die Basis hoch 0, ist immer 1, gell? Also haben wir Würsten an Wert 3 mal 1, gell? Also wir haben also 3 mal einen 1er. Dann haben wir die 2. Die 2, wie viel ist denn die Wert? Okay, also 2 mal die Basis hoch 1, gell? Also haben wir was? Wir haben 2 mal 10, gell? Also 2 mal 10. Und 3 mal 1, das gibt den Wert 3, 2 mal 10, das gibt den Wert 20, gell? Mhm. Und dann haben wir noch diese 1, gell? Diese 1 da vorne, das ist 1 mal was? Das ist 1 mal die Basis hoch 2, gell? Ergibt also 1 mal 100, gell, ist gleich 100. Und das ist dann die Wertigkeit der gesamten Zahl, gell, also die Zahl ist eben 123, gell, ist also die Addition der einzelnen Werte, die wir an jeder Stelle haben, gell, ganz recht,
diese drei, gell, die ist zwar die größte, aber die ist die niederwertigste, gell, weil das sind nur Einserwert, gell. Die zwei, die ist schon etwas mehr wert, das sind die Zehner und das, diese Eins, das sind die Hunderter, gell. Und das ist Stellenwertsystem. Egal, was die Basis ist, gell, egal, ob wir hier zur Basis 10 arbeiten oder zur Basis 2 im Binärsystem oder zu einer anderen Basis, das ist immer dieselbe Mathematik. Rechts haben wir immer die Basis hoch 0, dann kommt die Basis hoch 1 und dann kommt die Basis hoch 2 und so weiter. Also immer von rechts nach links. Und ja, wenn man das mal so ein bisschen schauen, was wir hier alles haben, dann treffen wir eigentlich auf vier Stellenwertsysteme, die eine bestimmte Bedeutung haben. Gell? Und wir sagen immer, ja, das Binärsystem, das ist das Wichtigste für die Informatik. Gell? Also für uns Programmierer und so eigentlich nicht. Gell? Aber natürlich, wenn wir uns dann auf Hardware-Ebene begeben, gell, dann ist das Binärsystem schon bedeutsam. Gell? Warum? Die Basis 2 benötigt zwei Ziffern. Also die Ziffern 0 und 1. Und diese zwei Ziffern, die können wir mit, ja, normalerweise mit Spannungspegeln in der Elektronik relativ schön darstellen. Gell? Also der Low-Pegel, gell, um ja, zwischen 0 und einer bestimmten Spannung und auf der anderen Seite der High-Pegel, gell, ab einer bestimmten Mindestspannung nach oben. Gell? Und diese zwei Spannungspegel ergeben dann unsere Zahlen, gell? Ergeben also unsere 0 oder 1 als Ziffer. Gell? Ja, und wenn wir also eine binäre Zahl haben, gell, dann ist diese binäre Zahl genauso aufgebaut wie, wie eine Dezimale. Gell? Also wenn wir haben da 1, 0, 0, 1, gell? Da müssen wir schauen, da ganz rechts haben wir die Wertigkeit 1, gell, warum? 2 hoch 0 ist 1, gell, dann haben wir die Wertigkeit 2 hoch 1, das ist ja diese 0, gell, die nicht da ist, gell, also hat die Wertigkeit 2, dann haben wir die Wertigkeit 4, gell, aus 2 hoch 2 und dann haben wir die Wertigkeit 2 hoch 3, also 8, gell. Wenn wir das hinschreiben, da, gell, also ganz rechts das Niederwertigste, dann 0, dann 0 und dann wieder 1. Gell. Ja, schreiben wir was anderes, damit man das da aus der Reihenfolge erkennen kann, was wir da haben. Also haben wir hier die 1er, gell, also das ist 1 mal 2 hoch 0. Und das hat dann den Wert 1 Dezimal. Dann haben wir 0, das ist 0 mal 2 hoch 1. Was kommt denn raus? Es kommt 0 heraus. Dezimal oder auch nicht Dezimal. Hier haben wir 1 mal 2 hoch 2. Und was ist denn das? Das ist dann 1 mal 2 hoch 2 ist 4, gell? Also 4 Dezimal. Und der letzte 1er ist 1 mal 2 hoch 3. Gell? Und das ist 8 Dezimal. Und wenn wir das jetzt da anschauen, diese ganzen Wertigkeiten zusammenzählen, gell? Dann ist 1, 1, 0, 1 binär. In Dezimalen 8 plus 4 plus 1, gell? Also was kommt denn raus? Das ist 13 Dezimal. Und wenn wir dann noch eins weitergehen, gell? Ja. Dann kommen wir zum Oktalsystem. Gell? Das Oktalsystem hat jetzt nicht diese Bedeutung wie das Binärsystem. Gell? Das Oktalsystem kann aber in einer Ziffer, die zwischen 0 und 7 ist, drei binäre Stellen darstellen. Das wird also kompakter. Gell? Und es gibt ein paar Anwendungen, wo man dieses Oktalsystem findet. Gell? Und aus diesem Grund wollen wir es uns auch anschauen.
gell? Also nicht, weil man sagen, das Oktalsystem ist so toll, gell? Aber weil man es manchmal trifft, gell? Dann haben wir das Dezimalsystem, gell? Das Dezimalsystem, das hat schon so seine Gründe, gell? Weil normalerweise jemand eben 10 Finger hat, gell? Okay? Und dann kann man mit den Fingern auch schön rechnen, gell? Das ist das Dezimalsystem, das uns eigentlich am geläufigsten ist, gell? Also das ist der Grund für das Dezimalsystem, gell? Ja, und dann haben wir noch eines, das wir anschauen wollen, das ist das Hexadezimalsystem mit der Basis 16. Die Ziffern, gell, gehen von 0, ups, falsch, 0 bis 9, gell, und dann von A bis F, gell. Und ja, wie viel sind das? 0 bis 9, das sind 10, und A bis F, das sind noch 6, also haben wir 16 Ziffern. Gell. Und mit diesen 16 Ziffern kann man rechnen, gell? Also wir werden da nicht, ja, nicht viel herumrechnen, hexadezimal, aber man kann mit hexadezimalen Zahlen mit jeder Stelle genau 4 binäre Stellen einer Binärzahl darstellen, gell? Und das führt dazu, dass das eigentlich dann recht kompakte Darstellungen von Zahlen sind, gell? Und etwas ist ganz toll, wenn man 4 Stellen hat und dann noch 4 Stellen hat, dann kann man insgesamt 8 Stellen darstellen und 8 Stellen, gell? Das 8 binäre Stellen, das ist ein Byte, gell? Wenn man also den Inhalt eines Bytes binär darstellen will, gell, dann kann man das machen. Das ist aber eine achtstellige binäre Zahl. Wenn man das aber hexadezimal darstellen kann, gell, dann bleiben 2 hexadezimale Ziffern dann für eine ein Byte große Zahl übrig, gell? Und das ist dann schon feine Sache, gell? Deswegen findet man in der Informatik bei der Darstellung des Inhaltes eines Bytes dann auch sehr häufig die hexadezimale Darstellung und nicht die dezimale Darstellung, gell? Und ja, wenn wir zum Beispiel auch Maschinencode darstellen, gell, dann finden wir das sehr häufig hexadezimal, gell? Also wenn wir das gesehen haben, im Befehlssatz des Z80, gell, dort sind diese Opcodes, gell, im Maschinencode alle hexadezimal dargestellt, gell? Und das ist eigentlich üblich, gell? Und ja, vor vielen, vielen Jahren, gell, lang ist her, dort hat es kein Internet in Europa gegeben, gell? Und noch früher hat es in den USA auch kein Internet gegeben. Und als man dann das Internet gehabt hat, gell, dann war das nur für wenige Leute da, gell? Und ja, zu dieser Zeit hat es dann auch noch vielleicht die Floppy Disk gegeben oder vorher noch auch die Lochkarten als Medium. Und Software, die verteilt wurde, gell, die wurde dann ja, nicht mal immer mit einem Träger verteilt, über Netz sowieso nicht, sondern machen so in Computerzeitschriften. Gell. Und das Interessante war, da hat es auch Programme für Geduldige gegeben. Diese Programme wurden in einer Computerzeitschrift abgedruckt. Und dann konnte man mit einem Hex-Editor dieses Programm abschreiben. Und das war hexadezimal dargestellt. Und da hat es halt eine Seite, noch eine Seite und so weiter an Programmcode in Maschinensprache gegeben. Und das hat man dann abgeschrieben, gell? Und dann hat man ein Programm gehabt, gell? Also in ja, binärer, also Darstellung, also Binärdatei, also nicht Textdatei, die man lesen kann. Und die Darstellung, gell, ist hexadezimal gewesen, gell, und das war dann, ja, das war schon ein bisschen ein Geduldsspiel, gell. Also, aber so war das halt, gell. So, wie gesagt, wichtig ist, 2 hexadezimale Ziffern, gell, bilden ein Byte. Und ja, wenn wir das jetzt ein bisschen anschauen wollen, da, gell, da gibt es da zu diesen Zahlensystemen, da gibt es so alles Mögliche und Unmögliche, dass man hier so lesen kann, gell. Was hier interessant ist beim deutschen Artikel, sie gehen auf Zahlengerade und Zahlenkreis ein. Das ist ein Konzept, das wir noch brauchen bald, um die Darstellung auch der Zahlen im Computer dann anzuschauen und zu verstehen, wie dort dann die Mathematik funktioniert, gell. Und dann haben wir
Ja, nicht nur die Deutschen. Den deutschen Artikel, ich habe auch den italienischen und das ist ganz interessant, gell? Es gibt auch andere Zahlensysteme, die man überhaupt nicht denkt, gell? Also Basis 20, Basis 12, gell? Il mistero della Basis 60, gell? Also Basis 60, gell? Ja. Und das da natürlich, gell, also 12, gell, das, wo die unsere Uhr ist, gell, in 12 dargestellt, gell, 12 hat viele Teile, gell, das ist schon eine tolle Sache, gell, und das mit 60, gell, ja, 60 ist das, was wir auf der Uhr haben, gell, also die Sekunden und die Minuten und so weiter, gell, aber, naja, also da haben wir dann noch auch Breiten und Längen und so weiter, gell? Also haben wir alles Mögliche, was wir hier haben und was man als Grund dann anführt, gell? Ja, was bleibt übrig, gell? Also übrig bleibt relativ wenig von dieser ganzen Vielfalt, die man sich da einfallen lässt, gell? Was bleibt uns? Was machen wir? Gell? Also wir wollen nicht das restliche Jahr damit verbringen, gell? Auch wenn das da ganz interessant ist, was man da so hat, gell? Und wenn man da so ein bisschen lesen geht, gell? Dann findet man da auch schöne Sachen da, gell? Und jo, so kann das alles ausschauen, gell? Aber was wir wollen, das ist dann eigentlich relativ wenig, weil wir wollen ein bisschen Arithmetik machen und zwar auch mit dem binären Zahlensystem. Gell? Und dann wollen wir vor allem eines, wir wollen sehen, wie wir zwischen unseren Zahlensystemen die Zahlen umwandeln können, von einem Zahlensystem ins andere. Gell? Also nicht den Wert der Zahl verändern, sondern ihre Darstellung. Gell? Also damit man schauen kann, wie kann man eine Binärzahl hexadezimal darstellen oder dezimal, wie kann man aus einer Dezimalzahl eine Binärzahl machen. Gell? Also solche Sachen wollen wir hier dann auch machen. Gell? Und ja, schlussendlich wollen wir noch etwas schauen, und zwar wie Zahlen im Computer dargestellt werden und was die Grundlage der Mathematik dann ist. Gell? Also die Zahlen im Computer, die werden nicht nur irgendwie anders dargestellt, gell? Sondern die Mathematik ist nicht dieselbe wie unsere. Gell? Und nicht vergebens ist die Ariane 5 abgestürzt, gell? Weil die Mathematik nicht unsere ist. Gell? Also dort sind uns die Zahlen ausgegangen, gell? Und im Zahlenkreis, gell, haben wir einen Überlauf erzeugt und dann arme Ariane 5. War Schluss. Gell? Ja, das ist das, womit wir uns dann jetzt in ein paar Stunden beschäftigen werden.